Noch ein Beispiel zur Parameterübergabe. Hier habe ich eine Funktion, die bekommt 4 Parameter und addiert die einzelnen Werte. Hier gibt es eine Main-Prozedur, die initialisiert zunächst die Variable n mit 2 und ruft dann die Funktion func auf. 1, 2, 3, 4 Werte. Das stimmt also. Was passiert hier jetzt? In Java ist es festgelegt, dass die Parameterauswertung, das heißt insbesondere die, oder das heißt genau, die Auswertung der Ausdrücke, die als Parameter, die letztendlich die Parameterwerte liefern, dass die immer von links nach rechts geschieht. Das ist in anderen Sprachen nicht unbedingt so definiert. Das heißt, erst wird dieses hier berechnet, dann wird dieses hier berechnet, dann wird dieses hier berechnet und dann wird dieses hier berechnet. Was bewirkt das jetzt? N++ macht Folgendes. Es liefert den aktuellen Wert von n, das ist 2, und anschließend erhöht es den Wert von n um 1. Das heißt, hier wird quasi eine 2 als aktueller Parameter für n1 berechnet. N speichert hier nach aber den Wert 3. Hier wird jetzt berechnet n plus 2, also 3 plus 2 ergibt 5 und dieser Wert 5 wird n wieder zugewiesen. N speichert jetzt den Wert 5, dieser Ausdruck liefert aber auch zusätzlich den Wert 5. Das heißt, der Parameter, der formale Parameter n2 bekommt den Wert 5 zugeordnet. Jetzt steht hier nicht n minus minus, sondern minus minus n. Und das bewirkt Folgendes, dass zunächst, also hier wird zuerst der Wert geliefert und dann erhöht. Wenn ich das davor schreibe, das Plus, Plus oder Minus, Minus, dann wird zunächst der Wert der Variablen hier um 1 erniedrigt und dann erst der Wert geliefert. Das heißt, n speichert jetzt den Wert 5, Minus, Minus, n ergibt dann 4, n speichert hiernach den Wert 4 und 4 wird hier für n3 als aktueller Parameterwert übergeben. Ja, und n speichert jetzt den Wert 4, das heißt auch n4 wird hier mit 4 initialisiert. Wenn dieser Grundsatz Parameterauswertung in Java immer von links nach rechts nicht gültig wäre und beispielsweise zuerst dieser, dann dieser und dann dieser Ausdruck berechnet würde, dann würde eine ganz andere Funktion mit ganz anderen Parametern aufgerufen werden. Es wird zu anderen Ergebnissen führen oder führen können. In Java ist aber festgelegt, Parameterauswertung erfolgt immer von links nach rechts.